Die Patch Notes für das nächste Diablo Immortal Update sind da und darin ehren wir die Helden der Vereinigung in der Season 12. Viele Kleinigkeiten, aber eine eventuell ganz, ganz große und ich hoffe, dass das wirklich große Einflüsse auf das Spiel haben wird, besonders für uns als Free-to-Play oder als Low-Spender. Aber worum es da genau geht, erkläre ich euch später. Wie immer liebend gerne nach dem Intro. Und wir beginnen mit den Feature-Updates. Und hier dreht sich vieles um den Battleground. Zunächst wird es in Zukunft eine Strafe geben, wenn man wiederholt sich für einen Battleground angemeldet hat und beim Anmeldefenster dann auf Abbrechen klickt. Ich denke, es wird das Gleiche sein, wenn man die Zeit einfach verstreichen lässt. Die Sache ist, es gab da auf anderen Servern wohl große Probleme, dass Gruppen von Spielern ganze Battlegrounds über Stunden hinweg unspielbar gemacht haben, weil sie sich immer wieder angemeldet und das Ganze abgebrochen haben. Und macht man das jetzt wiederholt, gibt es eine Meldung und dann bei Abbruch 5 Minuten Wartezeit und dann muss man sich eben entscheiden, möchte ich abbrechen oder nicht. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass das an diesen Problemen etwas ändern wird, habe ich zum Glück bei uns noch nichts von mitbekommen. Und jetzt die große Sache, von der ich schon zu Beginn sprach. Die Optimierung des Battleground Matchmaking Systems. Matchmaking heißt grob ein Algorithmus, der guckt, welche Spieler im Battleground zusammengeworfen werden. Und das Ganze soll optimiert werden, um faire und gleiche Teams zu bilden. Und ich lese hier gerade mal die Anmerkung der Entwickler vor, grob übersetzt. Da wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, das Battleground-Erlebnis zu verbessern, haben wir uns bei diesem Update auf die Verbesserung des Matchmakings konzentriert. Und dann heißt es weiter, eine bessere Spielersuche glauben wir, dass die Spieler in Zukunft qualitativ bessere Battleground-Matches erleben werden. Natürlich werden wir auch in Zukunft weitere Änderungen prüfen und verfolgen, die zur Verbesserung des Schlachtfelds beitragen. Und ja, da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Zum einen, wie wird das in der Praxis aussehen? Und zum anderen, wird es wirklich dafür sorgen, dass fairere Spiele entstehen? Weil das Ganze muss natürlich auf Resonanz basieren. Und ja, ich sehe da immer das Problem, dass sich Blizzard da irgendwo ins eigene Fleisch schneidet. Weil das wollen sie ja eigentlich nicht. Sie wollen die Highpayer natürlich immer wieder mit Spielern zusammenwerfen, wo sie einfach dominieren können, um da auch ein bisschen weiter anzutreiben, dass eben Geld ins Spiel gepumpt wird. Und sollte es irgendwann so sein, dass es wirklich zwei Klassen gibt, einmal die Leute, die viel investieren und dann die gar nichts bis wenig und die spielen separat voneinander, wäre natürlich ein sehr willkommener Schritt, aber ich sehe das noch nicht so ganz. So. Die Paragon-Bäume. Ihr kennt das, hat man da geskillt und möchte ein bisschen was ändern, hat man einmal die Woche, beziehungsweise hat man die Möglichkeit, die zu ändern und muss dann eine Woche warten. Da gibt es einen 7-Tage-Cooldown und der wurde jetzt entfernt. Zusätzlich könnt ihr Paragon-Skillungen in der Rüstkammer speichern und das ist natürlich eine super Sache. Ich kenne das selber, wenn ich mal hier und da ein bisschen rumprobieren möchte und dann ja, merke ich, okay, das war doch nicht so das Wahre und dann 7 Tage warten und dann probiert man wieder ein bisschen rum, ah, okay, ich möchte doch noch hier und da was ändern, wieder 7 Tage warten, das fällt in Zukunft weg, also sehr, sehr gut. Dann die verfluchten Türme, da heißt es, besitzt ein Clan 2 Türme und meldet sich dann für den Kampf um einen 3. Turm an, muss der Clanleiter vorher entscheiden, wenn der neue Turm gewonnen wird, welcher der ersten beiden denn dann abgegeben wird. Und wird das PvP-Match um den 3. Turm dann verloren, dann behält der Clan die ersten beiden Türme. So, eine kleine Änderung. Ich muss sagen, ich habe nach der kurzen Zeit irgendwie schon den Großteil meiner Lust an den verfluchten Türmen verloren. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich hatte mich echt gefreut drauf, fand das System auch grundsätzlich gut, aber ich weiß nicht, ob ich gar nicht richtig reingekommen bin, aber es holt mich irgendwie nicht ab. Interessiert mich eure Meinung wirklich sehr. Schreibt doch gerne
in die Kommentare, ob ihr da noch Feuer und Flamme seid oder wie ihr jetzt nach ein paar Tagen mit ein bisschen Abstand dieses verfluchte Türme PvE-PvP-System findet. Würde mich sehr interessieren. So, der Clanwechsel wurde ja mit der Einführung der verfluchten Türme ein bisschen modifiziert. Gerade das Wechseln wurde vereinfacht. Und das hat wohl zu Riesenproblemen in großen Wahlallianzen in den USA geführt, dass Spieler hin und her gehüpft sind, wie sie wollten, und das hat wohl vorn und hinten für großes Chaos gesorgt. Wunderte mich eh, dass im Vorhinein niemand bei Blizzard auf die Idee kam, dass das keine gute Idee ist. Und sie haben jetzt einfach diesen Cooldown auf den Wechsel nicht zurückgenommen, sondern ein paar andere Dinge geändert. Und zwar wechselt man einen Clan, kann man in der Woche des aktuellen Zyklus nicht mehr an den verfluchten Türmen teilnehmen, also an den PvP-Kämpfen, am Challenge of the Immortal, am Raid, am Schattenkrieg, das geht alles nicht mehr. Man kann zwar noch die Türme läutern, bekommt auch die Belohnungen fürs PvE, aber das wird zum einen nicht mehr in die Gesamtpunktzahl berechnet, zum anderen eben kein PvP. Zudem kann jemand, der gewechselt hat, im Zyklus nicht Clanführer werden, also wieder Clanführer werden. Ein bisschen was geändert, um wahrscheinlich einfach diesen Problemen vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken. Ist jetzt im Spiel. Und diese Läuterungsscherben, die man in den Türmen erhält, die wurden in den Belohnungskisten erhöht und man kann sie wohl dann ab morgen beim Hildhändler kaufen. So, was gibt es noch neu? Das Wildfeuer-Set, das kennt ihr vermutlich, das ist dieser Familienbonus, den man beim Umschmieden erhält. Dieser heißt im Spiel, wenn ihr einen Gegner besiegt, besteht eine Chance von 2%, dass eine feuerballspeiende Hydra beschworen wird. Und diese Hydra, die erhält jetzt eine verbesserte Zielerfassung. Ich hatte das Nigo so umgeschmiedet, kann ich sagen, wie die vorher funktioniert hat. Also sie wird wohl verbessert. Und dann gibt es eine wirklich coole Sache, die jetzt nicht spielentscheidend ist, aber für viele, gerade die dieses ganze Cosmetic-System mögen und ihren Charakter anpassen möchten, da gibt es eine wirklich tolle Änderung. Und zwar zunächst gibt es was Handfestes bei den Rängen 5 und 35 zusätzlich 3 normale Edelsteine im Battle Pass. Dann im ermächtigten Battle Pass gab es vorher Selets Schwächung. Das ist ein 1-Sterne legendärer Edelstein. Den gab es, glaube ich, 3-mal auf 3 verschiedenen Rängen. Der wurde gestrichen. Und dafür gibt es jetzt den inbrünstigen Fangzahn, einen 2-Sterne legendären Edelstein auf Rang 20. Und dann gibt es ja nochmal die teurere Variante des ermächtigten Battle Passes. Und zwar den des Sammlers heißt der. Und da gibt es die ganzen Änderungen. Zunächst gibt es ab morgen auf den Rängen 1, 10, 20, 30 und 40 jeweils 100 Münzen. Das sind ganz neue, spezielle Münzen, die für den Battle Archive Shop verwendet werden können. Und in diesem neuen Shop kann man legendäre Edelsteine, Cosmetics für Rüstungen, aber auch für Portale aus vergangenen Seasons nachkaufen. Die werden regelmäßig gewechselt. Also die 11 hatten wir ja bis jetzt, 11 Seasons. Die ganzen Cosmetics, die da mal zur Verfügung standen, die tauchen nach und nach wieder auf und können für diese Münzen gekauft werden. Zusätzlich kann nach Rang 40, wo man dann das aktuelle Cosmetic erhalten hat, dieses aktuelle Season Cosmetic auch noch für andere Klassen gekauft werden. Sodass es nicht mehr das Problem gibt, Leute wechseln Klassen oder haben 2 Charaktere oder sonstige Dinge. Da könnt ihr dann eben für all eure Charaktere und auch eventuelle Wechsel der Klasse vorbeugen und schon mal Cosmetics kaufen. Wirklich, was seit Tag 1 irgendwo bemängelt wird. Ihr solltet aber bedenken, 6 Euro kostet der Ermächtigte und 18 Euro der Ermächtigte des Sammlers. Also es sind nochmal 12 Euro drauf. Finde ich aber grundsätzlich eine faire Sache für Leute, denen Cosmetics wichtig sind, die ihren Charakter anpassen möchten, die ihre Portale anpassen möchten, die sich vielleicht auch so ein bisschen ärgern, ein altes Cosmetic für die neue Klasse nicht nutzen zu können. Eine super Sache, eine faire Umsetzung, wie ich finde. Daumen hoch von mir dafür. Und dann gibt es noch ein paar Quality of Life Verbesserungen im Aktivitätenkalender, den ich immer noch nicht so richtig nutze.
und Fertigkeiten des Barbaren wurden wohl überarbeitet, aber da bin ich leider null im Thema. Wenn ihr einen Barbaren spielt und wissen möchtet, was da genau los ist, schaut in die Patch Notes, habe ich euch unten verlinkt. Und dann wisst ihr da definitiv mehr. Ja, und das war es auch schon von diesem kleinen Update, welches vielleicht hoffentlich große Veränderungen in das PvP, in den Battleground bringt. Würde ich mich sehr freuen. Ich sehe es noch nicht so ganz, aber lasse mich da gerne überraschen. Eure Meinung zu den ganzen Themen wie immer liebend gerne in die Kommentare. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal, um in Zukunft keine Patch Notes mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns liebend gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.